Man geht auf ein hochwertiges Event und dann kommt ein Transvestit mit Bart an. Wir sind auf dem Weg, Steffi und ich. Wir treffen jetzt gleich Julia und dann geht es zum unfassbaren Glückler. Harald Glückler, man soll es nicht glauben. Wir gehen auf seine Show, wir sind eingeladen. Ich habe eine Einladung, bekomme ich schon drauf. Herr Glückler gibt Ihnen die Ehre. Nun gut, da bin ich mal gespannt, wie die Ehre sich anfühlt. Das werdet ihr gleich sehen. Wir machen uns dafür jetzt auf den Weg. Zeitreise. Julia kommt aus den 70ern, Steffi kommt aus der Gegenwart und ich aus der Zukunft offensichtlich. Sind wir jetzt da? Weiß nicht. Sind das? Ich glaube, da ist ein Roter hier und da. Dann musst du wir sind jetzt Vlogger. Sie ist jetzt angekommen. Da draußen sind so Paparazzi-Leute, die uns fotografiert haben. Muss am Outfit liegen. So, auf jeden Fall geht's jetzt los für uns gleich. Wir sind ein wenig durch die Menge hier bei der Glöckler Show zu meinem absoluten Favoriten. Achtung, Achtung, Achtung! Ich mache gerade Interviews, ich bin wichtig. Einige lustige Leute da. Ich kenne die meisten einfach nicht. Das ist so trash. Aber hey, why not? Ein hochwertiges Event und dann kommt ein Transvestit mit Bart. Jessica! Hallo! Hallo! Guten Tag, mein Scheiß. Also dieses Jahr habe ich meinen Namen noch nicht finden können, aber vor zwei Jahren saß ich in der ersten Reihe als Junge. Ich gehe jetzt mal so. Fühlst du dich diskriminiert, weil du jetzt ein Mädchen bist? Ja, das ist transphob, das ist ein transphober Übergriff, ganz klar. Ist Harald Glöckler transphob? Natürlich. Ist Harald Glöckler transphob? Nee, ich glaube nicht, aber es ist das Management. Oder die Leute, die den Joker bedienen durften. Wir haben gerade noch rumgebrüllt. Keine First Row und der Glöckler, der hasst mich. Ich widerrufe das Statement zur Transphobie im Hotel de Rome und in Bezug auf die Person, die bei Harald Glöckler den Drücker bedient. Auf der Runway von Harald Glöckler. Abonnieren und andere Videos bis zum nächsten Tag. Es geht noch einiges jetzt bei der Fashion Week zu erleben.